Hey, ho Leute, willkommen zurück zu Pico Nico Ko, Kurokoto. Pico. Pico Nico. Pico. Pico Nico. Wir sind hier, um dem seinen scheiß Pinsel zu holen. Der für irgendwo hier. Was ist das da oben? Er hat nicht seinen Pinsel, er hat seinen Stift verloren, würde ich. Was? Ding! Pinsel hat er verloren. Stift. Sag ich doch. Kennst du. Da, geh doch dahin. Ich sehe, Rätsel sind nichts für dich. Ich verstehe das Rätsel. Das Spiel macht nur nicht mit. Das war jetzt zu weit, oder? Natürlich war das zu weit. Leute. Yeah, ich habe schon mal Portal gespielt. Und ihr fragt euch, warum kein Portal 2 Multiplayer kommt. Kommt noch. Dann nerv ich Domi damit. Stifthut. Geh und sprich mit dem Maler. Wir sind ein Stift. Ich bin jetzt ein Bleistift. Bist ein hübscher Bleistift. Danke. Das war gelogen. Ich bin ein Bleistift. Spitz, spitz. Ne, das fühle ich irgendwie nicht. Meine Mutter dachte, aus mir wird nie irgendwas. Ne, das fühle ich irgendwie nicht. Oh! Du hast meinen Stift gefunden. Ja, so halbwegs. Naja, du kannst ihn behalten. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Das dürfte das Ende meiner Karriere sein. Ah, weißt du, wie man ihn trägt? Hast du mich angeschaut? Ja, ich hab ihn auf. Oh, na dann. Ich habe hier eine Leinwand. Sie ist natürlich leer. Nur zu, zeichne ein Gesicht für die Vogelscheuche. Oh yeah. Du wirst es zweifellos besser machen als ich. Oh yeah. Zeichne ein Gesicht. Okay. Bist du bereit, ein Zwotro-Logo zu zeichnen? Shit, wie sieht das aus? Kann ich mit Ist das ein Kreis? kann nicht mehr mit der Maus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kannst du die Farbe ändern? Ja. Hätte was. Quasi. Okay, jetzt brauchen wir einen Kreis. Ich Also zeichne. Oh. mal am besten ist mein Gesicht und dann radierst Okay. du die restlichen Sachen weg. Muss es größer machen. Ja. Es ist der perfekte Kreis. Alter, wenn ich jemals einen Kreis gemalt hätte, dann wäre das. Dann hast du links oben, fängst du mit dem Z an. Ja, es war so. Und in diesem Z ist jetzt irgendwo noch ein T. Ja, ich weiß, ich habe das Logo gemacht. Aber wie war das noch gleich? Ja, da irgendwo ein Stück weiter links vielleicht anfangen und dann. So? Quasi. Ja, so ist perfekt. So ist perfekt. Ist da nicht W mit drin eigentlich? Nein, da ist kein W mit drin. Ist perfekt. Ich hab das Bild. Ich habe das Zwotro-Logo gerade neben mir offen und Okay. glaub mir, es sieht eins zu eins genauso aus. Müssen die innen nicht schwarz sein? Nein. Nein, das muss nicht innen schwarz sein. Okay, das ist perfekt. Also normalerweise wäre es innen schwarz und außen schwarz, aber das ist quasi. Wow! Wie hast du das gemacht? Yeah. Ich bin Stunden da gesessen, um mir das Logo auszudenken, okay? Wir haben beide Stunden da gesessen. Das ist ein Meisterwerk. Ja, Ja, ich weiß. wissen wir. Danke. Mir Ja. war nicht klar, dass du so viel Talent hast. Ich werd noch ganz rot. Ich meine. Stehst. Jetzt solltest du es am Kopf der Vogelscheuche anbringen. Yeah, der macht. Oh ja, macht Werbung für uns. Hier, nimm es. Danke. Warte, war dann Sound? Scheinbar. Es ist ein 1 zu 1, ich sagte, Woody.
Was ist es? Das ist es einfach. Ich meine, so schlecht ist. Es sieht echt nicht gut aus. Passt. Will so, ich sagen, passt. Dass es gut aussieht? Nein, nein, will ich nicht. Es sieht genug gut aus. Ja. Ja. Aus die Fliege. Junge, was? Ich, die Wolke sehe ich da, die sich bewegt. Geh in der Piku! Wir sind ein Piku. Ist die Fliege unser Questmarker? Ja, ist mir auch gut aufgefallen. Da ist Holz! Kennst du es bis hierhin schon? Nein, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh. Links, rechts, links, rechts. Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Er ist Fliegen beigebracht. Wo sind sie? Hin! Ich weiß nicht. Sie sind jetzt erwachsen. Nein, sind sie nicht! Sie haben noch nicht bei ihren ersten Wurm gefressen. Du hast meine Eier zertreten. Jetzt sind meine Kinder verschwunden und wahrscheinlich sehr hungrig. Finde sie! Bringe deine Fehler in Ordnung! Okay. Leute, ich bin froh, dass du nicht meine Eier zertreten hast. Soll ich mal? Stehst du drauf? Nein, möchte ich nicht. Hier bin ich wieder. Da ist ein Vogel. Vogel. F-O-G-L. Hallo! Deine Mutter will ich sehen. Warum? Weiß ich nicht. Gut, wir hatten in letzter Zeit keine enge Bindung. Was denn im Ei? Oder so. Aber ich brauche Zeit, um zu mir selbst zu finden. Naja, schön. Ich fliege zu ihr. Wir sehen uns dort. Gott, dieses Spiel ist großartig. Es ist so random. Guck mal, ist das Sunshine Inc. Make it rain. Kamera! Klopf, klopf! Who's there? Knock, knock! Who's there? Ich habe gehört, jemand in der Stadt versucht eine neue Sportart namens Basskick einzuführen. Wenn du mich fragst, ist es ein dämlicher Name. Ja, finde ich auch. Ich bin der neue Meister in meinem Basskick. Manchmal frage ich, warum ich überhaupt mich umgucken kann. Da hinten ist was. Oder auch nicht. Woo! Okay, jetzt mache ich aber noch was ich schon weiß. Jetzt war anscheinend nicht hier. Hey, tut mir leid. Du kannst da kannst du nicht hin. Ist mir egal. Du kannst versuchen, aber du wirst nicht weit kommen. Werden wir sehen. Ja, und jetzt? Was sagt ihr jetzt? Bin weit gekommen. Das ist ein Stein. Kann ich kaputt machen. Siehst du? Was ist denn? Ich würde gehen unten. Ich wollte eigentlich unten bleiben. Der Upstream. Yeah, jetzt gehen wir nach Skype hier. Das kenne ich noch und dann ist mein Wissen des Spiels vorbei. Oh mein Gott, ist der Stein. Oh. Was? Das ist, Hi. Na toll, das ist ja super. Erst zerstörst du meine Tür, dann platzt du uneingeladen in mein Haus. Und jetzt ist der Tee futsch. Entschuldigung. Der einzige Weg, den Tag zu retten, wäre, mit mir Verstecken zu spielen. Okay. Versuch mich zu finden. Okay. Okay. Finde den versteckten Felsen. Ich weiß, wo er ist. Oben. Los, auf noch Skype hier. Gefunden. Gut. Oh. Du hast mich gefunden. Nochmal.
Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Und dann, da habe ich das Spiel aufgehört zu spielen. An dem Punkt hat er sich gedacht, jo, das muss er auf YouTube bringen. An dem Punkt, ja. Hi. Ich habe gehört, Mr. Sunshine soll heute hier auftauchen. Er kommt nur nicht oft persönlich vorbei. Wie aufregend. Wer? Mr. Sunshine. Wer ist denn das? Von der Sunshine Inc. Ach ja! Der Typ! Erzähl mir davon. Ich liebe Blumen. Nein, nein, von Mr. Sunshine. Ich versuche hier welche zu züchten, aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Sunshine. Irgendwas muss mir fehlen. Sunshine vielleicht. Liebe. Wag ich nicht zu behaupten, ich würde meine Blumen nicht lieben. Sunshine! Ich muss es also regnen lassen. Du musst es anscheinend regnen lassen. Okay, jetzt kann ich, pass auf. Moment. Okay, fertig. Ich bin gern ein netter Kerl. Vogel! Bin ich auch gern ein netter Kerl? Oh, hallo, was geht ab? Deine Mutter sucht dich. Urk! Ja. Oder kann ich nicht schon mein eigenes Leben führen? Naja, ich sollte mal abschwirren. Flatter, 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 flatter. Nein, bleib hier! Vogel! Ich hab Vogel gefunden! Meine Kinder sind wieder zu Hause! Danke, dass du sie zurückgebracht hast! Auch wenn du sie verscheucht hast. Aber kein Dank dafür, dass sie deinetwegen überhaupt verschwunden waren! Versprichst du, keine Eier mehr kaputt zu machen, die dir nicht gehören? Also, ich kann es jetzt nicht versprechen, aber... Ich kann halt nicht anders. Nicht anders! Was soll das heißen? Du kannst nicht anders! Weißt du, es ist ganz einfach. Die Eier macht sie nicht kaputt. Was heißt das? Ich verstehe diese Worte nicht. Hä? Versprichst du keine mehr kaputt zu machen? Die Eier und kaputt machen? Verstehe ich. Aber was ist das Wort dazwischen? Ich weiß es nicht. Okay, vielleicht verspreche ich es nicht mehr zu machen. Gut. Nimm das. Ich habe versucht, es zu fressen, aber ich habe es nicht runtergekriegt. Ich hoffe, du findest eine Verwendung dafür. Apfel! Eine Tomate. Meine ich. Tschüss. Vogel. Waren wir da schon drin? Nee, oder? Da ist der Stein. Da ist der Stein. Da ist der Stein. Hey, du! Puff. Ah. Nochmal. Oh. Immer diese Steine, die Verstecken spielen wollen. Das sind Schenkel, sage ich dir. Oberschenkelmuskeln. 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 Oh, hallo. Was machst du da? Ich trainiere meine Beinmuskeln für die Basketmeisterschaft. Die. Ach so. Sonst noch was? Machst du da? Die Basketmeisterschaft? Kennst Basket nicht? Ich bin der Meister. Ja, das hat mir schon. Okay, das hat mir schon. Wo bin ich hier? Du bist in der alten Mühle. Früher haben wir hier Mehl und Brot aus unseren Feldfrüchten hergestellt. Aus Tomaten? Aber geil. Seit die Roboter von Sunshine Inc. unsere Ernte abholen, brauchen wir die Mühlen gar nicht. Eigentlich gar nicht mehr. Ich habe gehört, sie sollen im Gegenzug gratis Geld verteilen. Gratis Geld. Ich bin sowieso zu beschäftigt mit dem Krafttraining für meine Beine. Sonst noch was? Nein. Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute. Ich will da... Lass mich auf dir sein! Ich glaube, das bringt nichts.
Nee, ich glaube, es tut wirklich nichts. Hier ist nichts. Gehen wir zur Brücke. Nein, zur Vogelscheuche. Ich finde den Stein auf dem Weg. Hey, Spinny, wie geht's? Warte, ich nehme wieder. Oh, oh. Ja, okay. Von was redet die? Weiß nicht. Hui. Okay, jetzt verjagen wir nicht alle. Jetzt ziehen wir alle an mit unserem Logo. Ah, Rückzug, Rückzug. Ah, hallo, wir sind Zwodro und wir machen YouTube. Das ist unser Logo. Wenn ihr zu nett fährt, guckt doch vorbei und lasst doch ein Like und ein Abo da. Genau. Leute? Ah, wunderbar, wunderbar. Alle Vögel sind weg. Das neue Gesicht hat sie wirklich verscheucht. Ach, komm schon. Leute? Oh Gott. Oh, Moment. Ey, nein. Nein, nein, das könnt ihr jetzt nicht. Nein, hallo, nein, komm schon. Nein. Das ist kein Müll, okay? Also, irgendwann nehme ich es auch persönlich. Ein Hauch von Tüll? Und er gehört in den Müll. Das nehme ich jetzt persönlich. Alles in Ordnung? Was ist das? Tommy? Was? Bin ich beschäftigt? Ah, was machst du? Ich schätze, ich hätte dir von dem Roboter erzählen sollen. Weißt du, wir haben Mais in unserem Dorf. Viel Mais. Daher haben wir einen Vertrag mit Sunshine Inc. abgeschlossen. Und jetzt kommt jede Woche einer ihrer Roboter und holt ihn ab. Im Gegenzug verteilen die Roboter überall in unserem Dorf Gratisgeld. Gratisgeld überall. Gratisgeld? Tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Wenigstens hat er die Vögel verscheucht. Gott sei Dank war das nicht unser Kunstwerk. Du hast gute Arbeit geleistet. Glück, danke. Ja. Wo ist die Vogelscheuche? Ich hüpfe. Ich finde schön, dass jeder genauso rumläuft wie ich. Komm mit. Gratis-Kilt. Gib mir Gratis-Kilt. Okay, die Vogelscheuche ist noch ganz. Jetzt muss das Gesicht. Ja, das Wichtige ist noch ganz. Damit. Okay, wir brauchen noch einen Apfel. Aber wir haben noch eine Mission. Wir müssen noch einen Stein finden. Was ist mit euch los? Mr. Sunshine ist hier. Meine lieben Freunde. Es ist gleich immer gut dran. Weiß nicht. Es ist eine Weile her, dass ich begonnen habe, wöchentlich Geld zu verteilen. Gratis Geld! Ich hoffe, euch gefällt's! Aber heute habe ich eine Überraschung für euch. Kein Geld. Überraschung, liebe Überraschung. Wie viele von euch wissen, habe ich die Zentrale von Sunshine Inc. im alten Vulkan eingerichtet. Ja, super Bösewicht. Wie jeder Bösewicht im Vulkan. Sehr clever. Im alten Vulkan eingerichtet. Das ist ein wirklich wunderbarer Ort. Und ich bedauere, dass ihr euch nicht daran erfreuen könnt. Ja, voll schade. Deswegen habe ich beschlossen, einem von euch eine Gratis-Führung zu geben. Gratis? Ja! Gratis. Aber leider ist nur ein Platz in meinem Robocopter frei. Ja, das sieht sehr klein aus. Er wird das Glück haben, mitkommen zu dürfen. Ich nehme mich mit. Nun, der Name steht hier. Das Glück, die Zentrale von Sunshine Inc. besichtigen zu dürfen, hat heute... Eli! Wer ist Eli? Eli. Das bin ich! Ich darf mir zu vergangen! Bitte halt still, während ich dich hochhole. Yes. Super! Nun, das war's für heute. Ich komme nächste Woche wieder. Bis dahin.
Genießt euer gratis Geld. Gratis Geld. Und denkt daran, ihr seid perfekt. Ja, danke schön, Mr. Sunshine Inc. Tschüss, der Trottel. Das ist richtig. Böse, zwei Trottel. Zwei Trottel. Ach, Mr. Sunshine ist so ein netter Kerl. Ja, ich bin so neidisch, dass ich nicht mitkommen durfte. Tja, vielleicht nächstes Mal. Ah, da wurden neue Mitarbeiter gebraucht. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der wiederkam? Das ist eine gute Frage. Ich will den Hut gerne loswerden. Geld! Also. Ich komme nicht hoch. Wie mache ich das jetzt? Nein, nein, nein! Oh. Hör doch nicht in jedes Loch rein. Leute! So! Hilfe. Ich habe nicht nebenbei Essen bestellt. Schrecklich. Nein, nein, da oben! Da oben! Nein! Guck im Moment ein Let's Play von Odinaka Jesus, Zombie, Wintercracker und Mordado. Und in jedem zweiten Part bestellt Wintercracker im Part, was du isst. Würde in jedem zweiten Part. Schämt er sich nicht? Das ist ein richtiges Running Gag geworden. Wieso macht das nicht einfach vor dem Part? Die unterhalten sich auch teilweise über irgendwelche Lieferdienste, also nicht über einzelne Rezept-Dings. Ist das der Stein unten drunter? Nein, den kennen wir schon. Okay. Aber halt so, ey, aber ist eine neue Pizzeria aufgemacht, die muss ich mal ausprobieren. Und direkt bestellt. Und direkt bestellt. Oh, oh. Hä? Oh. Das Geld! Wo? Links ist gratis Geld. Gratis Geld? Gratis Geld! Gratis Geld! Können wir im Shop was kaufen? Ist der Stein da unten zufällig? Nö. Der Shop hat nichts zu verkaufen. Können wir im Shop was kaufen? Guck. Nur Müll. Aber vielleicht hat er hätte er jetzt was haben können. Nee. Ich glaube nicht. Ich such den Stein. Such den Stein der Weisen. Gratis Geld? Weißt du was? Ich habe eine Idee, wo der Stein ist. Was wäre das perfekte Versteck für den Stein? Kurz vor seinem Zuhause. Yeah, oder in seinem Zuhause. Da guckt doch niemand nach. Nein, mein Geld! Was machst du denn, Verti? Was ist denn los mit dir? Er ist hier, oder? Er ist nicht da. Er ist nicht hier. Update, er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Eine Tomate. Zwei Tomaten. Oh. Jetzt fehlt eine Tomate. Ding Dong. Ist er vielleicht auf der anderen Seite des Flusses? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will gern fahren damit. Entschuldigung. Kannst du nicht jedem treten? Kriegt dein Aktionsproblem in den Griff? Was? Das ist Schmetterling. Der Schmetterling zeigt uns den Weg. Schmetterling! Ich glaube, er ist nicht da drüben. Ich bin ehrlich, ich glaube, er ist nicht da drüben. Er ist definitiv nicht hier drüben. Ist. Ich meine, das ist wahr. Ich habe ihn. Stein gefunden! Und gratis Geld. Hey du! Oh! Das hat Spaß gemacht. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Gib mir einen Apfel. Bitte nimm dieses bescheidene Geschenk als Zeichen unserer Freundschaft an. Gib mir Tomate. Tomate! Tomate!
Vielen Dank, dass du mit mir gespielt hast. Ein Teeservice ist ein kleines Opfer für eine ewige Freundschaft. Da hat er recht. Irgendwann wirst du allerdings dafür aufkommen müssen. Was? Shit. Ich wollte ihn nicht runterkicken, nein. Wir müssen ihn umbringen, bitte. Wir müssen ihn loswerden. Er weiß zu viel. Guck mal, ob hier oben ein bisschen Gratisgeld ist. Ich wollte gerade ein Gesicht. Ich liebe das. Ja, Vogel, hast du Gratisgeld? Nein? Schade. Oh, warte, wir können jetzt die Tomate abgeben. Wo war das? Im Brunnen. Im Brunnen! Im Brunnen. Im Brunnen runter und dann links. Los! Apfel! Banane! Ich meine Tomate! Ja, endlich haben wir alle drei Bananen gefunden! Oh, wohin führt uns die Tür mit den vier, mit den drei Kirschen? Schauen wir noch. Sehen wir das im nächsten Part? Nein, nächstes Mal gehen wir ins neue Gebiet. Vielleicht machen wir das doch im nächsten Part. Ich weiß nicht, das finde ich ziemlich forsch von dir. Verstehst du, was ein Frosch ist? Ich gehe wieder. Ich muss dir noch kurz was zeigen, Domi. Okay, okay, zeig mir noch kurz. Das finde ich. Das muss ich loswerden. Pass auf, ich gehe jetzt kurz da hoch. Okay? Okay. Okay, jetzt pass auf. Ich pass auf. Wenn wir hinter so einer Wand sind, sind wir so ausgegraut. Mehr oder weniger. Ja. Ich war jetzt so am Klo und dann. Platsch! Brüder. Ja. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Ja.